So, Leute, jetzt kommt die legendäre Stummsitzung. Eine meiner größten Erfindungen, die ich eigenhändig 1789 nach meinem Sturm auf die Bastille gemacht habe. Ich fand es auf die Dauer einfach zu anstrengend, um stumm zu machen, immer aufstehen und auf die Straße gehen zu müssen. Tja, und da habe ich was erfunden, wo man auch im Sitzen richtig stumm machen kann. Tja, da wünsche ich euch viel Spaß. Oder wie man in Köln sagt, Hummel, Hummel, stumm, stumm. Guten Abend zusammen und herzlich willkommen zur Stummsitzung der Session 2019. Schön, dass ihr alle da seid und wir machen uns jetzt hier alle einen schönen Abend hier im Saal und zu Hause an den Fernseh- und Rundfunkgeräten. Seda Jotrup. Sehr gut. Wir sind auch alle super gut drauf, ich ganz besonders, weil ich bin noch ganz erfüllt von diesem tollen Sommer, den wir hatten. Klimakatastrophe hin oder her, ich fand's klasse. Ne? Mein Mann hat mir allerdings eine interessante Frage gestellt, hat er gesagt, Biggie, kann ich eigentlich 30 Grad Wäsche auch bei 40 Grad Außentemperatur draußen aufhängen? Fand ich sehr interessant, die Frage. Kann man lange drüber philosophieren, das tun wir jetzt aber nicht. Ich möchte nämlich direkt meinen heutigen Ilverat vorstellen. Das sind ja jeden Abend andere Menschen, Hück auf und kommen direkt vom Laufsteg aus Köln-Rath, Victoria's Secret Housewives. Herzlich willkommen. Ja, liebe Jeck und Jecken, ich glaube, man kann sagen, weltweit hat sich jetzt nicht viel verändert. Die Lage bleibt weiterhin kritisch. Und da agieren ja viele lustige Typen, die einem manchmal auch ein bisschen Angst machen können. Und in dem Zusammenhang stellt sich für mich die Frage, warum? Warum feiern wir eigentlich nur einmal im Jahr Weihnachten, wo doch jeden Tag jemand geboren wird, der sich später für Gott hält? Apropos Gott, die CDU hat ja eine neue Vorsitzende, ne? Es gab ja drei Kandidaten und die Kandidaten konnte ich mir gut merken mit dem alten Volkslied Im Märzen die Karrenbauer die Röstlein einspart. Ja, gewonnen hat die Karrenbauer, die Autoindustrie, also schon wieder eine Frau, schon wieder eine Frau. Die CDU, die haben so einen Hals. Ne? Und was macht die andere Frau, die Merkel, wenn die aufhört als Kanzlerin? Vielleicht werde ich SPD-Vorsitzende. Ich weiß ja am besten, wie SPD-Politik geht. Oder ich gehe einfach in die Mode. Der Teufel trägt Merkel. Das könnte mir gefallen. Aber vielleicht macht sie auch einfach mal eine Paartherapie mit ihrem Herrn Sauer und denkt vielleicht über ein Kind nach. Ja, ne, Mutti wird sie ja schon genannt. Und 9 Monate aussitzen, ne, wäre kein Problem für sie, weil mit aussitzen kennt sie sich ja aus. Ne? Und die Deppen in Chemnitz, die müssen wahrscheinlich demnächst viele neue große Schilder malen, ne, denn da muss ja Folgendes draufpassen. Annegret Kramp-Karrenbauer muss weg. Hör uns, bevor die damit fertig sind, ne, und das richtig geschrieben haben, das zieht sich. Das zieht sich, das kann ich euch sagen. Ne? Bis dahin hat die CDU schon wieder neue Vorsitzende, bis sie damit fertig sind. Und was macht die AfD? Die AfD hat ja einen Studienauftrag gegeben, um rauszufinden, welche Äußerungen sie vermeiden müssen, damit sie nicht als rechtsradikal gelten. Und jetzt wurde das Thema zur Chefinnensache erklärt und wir werfen einen Blick in eine Schulung, bei der es darum geht, dass der Verfassungsschutz nicht noch mehr auf einen aufmerksam wird. Bitte schön, viel Spaß. Liebe Freunde der AfD, wir sind das Volk. Liebe Hutbürger, hier. Liebe Mitläufer, nu klar. Liebe Verlierer des DDR-Systems, ja. Liebe Dauerbeleidigte, mi, 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 mi.
Mein Name ist Alice Weidel und ich begrüße euch zu unserem heutigen Seminar Umgang mit der Lügenpresse. Lügenpresse! Die bei unseren Demos nicht davor zurückschreckt, einzelnen Demonstranten Fragen zu stellen, um ihnen dann das Wort im Mund herumzudrehen. Und das wollen wir nicht mehr. Wie können wir das schaffen? Mit eins auf die Fresse? Auf die Fresse! Okay, aber dann würden die doch denken, dass wir zur Gewalt neigen. Und das wollen wir nicht mehr. Wie, nicht zur Gewalt neigen? Nein, dass die das denken. Also. Gut, wir machen ein kleines Rollenspiel. Wir sind auf einer unserer Demos. Absaufen! Absaufen! Und ich bin von der Lügenpresse und möchte ein Interview führen mit Frau Kampf. Frau Kampf, darf ich Sie fragen, wogegen Sie hier demonstrieren? Ich bin kein Nazi. Ja. Wieso ist die denn überhaupt hier? Frau Kamps muss weg! Kamps muss weg! Stopp! Frau Kamps. Ich habe Angst. Ja. Frau Kamps hat Angst, weil keiner ihre Interessen wahrnimmt. Nein, ich habe Angst vor denen da. Ist doch auch egal. Also, Hauptsache, Frau Kamps hat Angst. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Na klar, habe ich kein Problem mit. Solange Sie mir nicht ins Gesicht filmen. Gut. Wenn Sie fordern Ausländer raus, welche Ausländer meinen Sie dann ganz genau? Alle! Gut. Dann hält mir allerdings die Lügenpresse vor, dass meine Frau eine Schweizerin ist. Was sagen wir dazu? Sie haben eine Frau? Ja. Haben Sie ein Problem damit? Ja. Ich hab keine. Frau Weidel, wir stehen auch auf Frauen. Frauen. Männer. Nun, und außerdem kommt Ihre Frau ja aus der Schweiz. Das ist ja quasi Deutschland. Nein, ist es leider noch nicht. Ah. Und Ausländer ist nicht gleich Ausländer. Wir haben was gegen Flüchtlinge, gegen Asylbewerber, Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, gegen Kontingenzflüchtlinge, gegen Asylberechtigte, gegen Wirtschafts- und Armutsflüchtlinge. Egal, ob sie aus der Türkei, Afghanistan, Syrien, Albanien oder Rumänien kommen. Egal, ob sie Kurden, Neger, Hottentotten oder Schlitzaugen sind. Gegen alle, aber nicht gegen die Schweizer. Haben Sie das kapiert? Na klar, weil Ihre Frau aus der Schweiz kommt. Nein. Weil uns Schweizer mit Spenden unterstützen. Ah. Ja, Heike, jetzt mal eine Frage. Wieso machen wir das ganze Theater hier eigentlich? Genau! Wir können auch weiter nur rumbrüllen und jedem eins aufs Maul geben, der nicht hierhin gehört. Aufs Maul! Natürlich können wir das, aber dann kriegen wir Ärger mit dem Verfassungsschutz. Nein, kriegen Sie nicht. Wieso? Ich bin vom Verfassungsschutz. Frau Kamps ist vom Verfassungsschutz. Sonst noch einer? Alle? Ich nicht. Ich bin vom LKA. Im Moment, da läuft ja im Kino mit großem Erfolg der Queen-Film Bohemian Rhapsody. Da wird ja das Leben von Freddie Mercury erzählt. Was aber nicht erzählt wird, ist, woher er diese vielen tollen Ideen für seine Songs hatte. Ich kann euch das verraten. Der Freddy ist ganz oft in die Türkei gefahren, in Urlaub und hat da einen singenden Gemüsehändler kennengelernt, der mit einer ganz tollen Verkaufsshow seine Waren angeboten hätte, nämlich mit der Anatolien-Rhapsodie. Und der Name dieses singenden Gemüsehändlers ist Ferdi Mercury. Und den begrüßen wir auf unserer Bühne. Ferdi Mercury. Gemüse, Obst, Gemüse, Tomate. Tomate. Melone.
Ananas. Obst, Gemüse, Obst, im gesunden Leben. Muss es Gemüse geben. Kauft mein Gemüse. Ess nicht nur Fleisch, Pommes und Brot, Nudel und Reis, macht dich gar nicht gut. Immer nur Steaks, du bist was du isst. Ich hab was Frisches, das schmeckt auch viel besser als all diese Milch. Meine Champignons kennt, wie nur noch die aus dem Orient. Hey, du, da Pilze, 2 Kilo Pilze, das gibt's nur heute. Kauf Champignons, Leute, hier bei mir. Ein Pfund Sellerie, ein Pfund Sellerie, so Pfund Sellerie, das ist gut für dein Blut gegen Rheuma im Knie. Ich geb Garantie, da hilft ein ganzes Pfund Sellerie. Morgen bist du auf den Beinen früh. Nimmst du erstmal aufs von Mercury. Zu Mittag dann alle Mann fangen laut zu rufen an. Super Show, ne? Ja? Oh. Ich bin Silly. Also die Silly. Eigentlich heiße ich Silke, aber alle sagen Silly zu mir. Mama. Da kommt meine Tochter, die Crazy. Wir sitzen da hinten an der Theke. Ja, da gehen wir jetzt auch schön wieder hin. Nein, wir bleiben jetzt hier. Die Crazy hat nämlich gerade ein Riesenproblem. Ja. Die wohnt auf 15 Quadrat. 14. Trotzdem eng. Die wohnt auf 14 Quadratmetern und mit Kind. Ist das einfach scheiße? Ja, Mama. Komm, das ist so eng in der Wohnung. Wenn du dem Jungen Pfannkuchen machen willst, dann musst du den senkrecht zubereiten. Die letzten 6 Jahre ging das ja irgendwie, aber jetzt geht er in die Schule. Das wird einfach zu eng, allein der Schulranzen. Wieso? Da haben wir doch jetzt einen guten Platz für gefunden. Ja, dafür hast du jetzt keinen Kühlschrank mehr.
Und was haben wir eine Wohnung gesucht? Aber eine bezahlbare, etwas größere Wohnung in Köln finden. Das kannst du vergessen, das wissen wir alle. Also, willst du jetzt fragen oder soll ich? Okay. Also, wird vielleicht einer das Kind nehmen? Ach so, Moment. Also, das klingt komisch, ja. Nicht komplett. Eher so als Sharing-Modell, ja? Also wie so eine Reitbeteiligung. Nee, es ist doch so ein Schulkind, ne? Das hat eben ruckzuck Freunde. Bisher konnte ich das immer noch verhindern. Also ich meine, dass die Freunde zum Spielen zu uns kommen, ja? Alleine setze ich den zum Spielen auf den Schrank, aber zwei oder drei davon. Jetzt im Sommer, das war gut, ja? Da hat er quasi auf dem Garagendach gewohnt. Da hatte ich ins Fenster eine Kinderklappe eingebaut, da konnte der alleine rein und raus. Das war super. Aber so ein Kind ist ja nicht winterhart. Ne? So, und jetzt kommt ihr. Es gibt hier ja garantiert welche, die wohnen schon seit 50 Jahren in der gleichen Hütte. Die sind da mal als Studenten-WG eingezogen. Und wer am allerlängsten gebummelt hat, der hat am Ende zur Belohnung die ganze Bude gekriegt. Du brauchst dich gar nicht umdrehen. Ja, genau. Hier in der Südstadt, ne? Da leben bestimmt hunderte pensionierte Lehrer alleine im frisch sanierten Altbau. Ja? Die suchen da auf 180 Quadratmetern ihre Brille und die Herztabletten. Ja, ja. Und die zahlen dafür genauso viel wie ich für mein Wohnklo. Vorschlag. Irgendjemand hier hat das Kinderzimmer und sie hat das Enkelkind. Na, da geht doch was. Ja, der ist ein Träumchen zum Zusammenwohnen. Ne? Der raucht nicht, der trinkt nicht, der kann auch schon mal so ein Spiegelei braten. Der holt euch auch die Süddeutsche aus dem Briefkasten. Ne? So, jetzt könnte mal einer aufzeigen. Die Wohnung ist nämlich nicht nur eng, die ist auch feucht und voller Ungeziefer. Mama. Ja, ich habe gestern Abend eine Mausefalle aufgestellt, da war heute Morgen eine Forelle drin. Mama, da meldet sich einer. Wo? Da hinten geht zum Foyer raus, so ein Rumpelstilzchen, okay, da. Kein Thema, den schnapp ich mir. So, Kind ist versorgt. Jetzt ist es so, ich hätte diese 14 Quadratmeter wirklich wahnsinnig gerne mal für mich ganz alleine. Also, wer nimmt die Mama? Dienstags, Mittwochs, Donnerstags, Freitags, auf uns halb und zehn, da kommen sie ins Studio an die Rand. Türsteher von Nevin A., Jeremy vom Tengelmann und auch der Mirko von der Deutschen Bank. La 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 la. Und dann stoppen sie in der Muckibut und hauen sich Steroide in der Kopf, in der Muckibut. Jeder will ne dicke Bizeps haben und kriegt davon ne kleine Pipi-Mann. Die Brüste haben Körbchen, die das Stimmchen singt, das hohe Zeh. Die spitze Haare ist ganz wunderbar. La 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 la. Du Milchgesicht, du Hantelmann, du willst Ahnung von Doping haben? Seht dort ein Cem und schluckt Amphetamin. Dann schluckt er noch zwei Nandrolon, ein Tütchen mit Testosteron und kippt dazu ein Fläschchen Ephedrin. Der Jeremy ist angepisst, obwohl er Proteine frisst, hat er noch keinen Muskel definiert. Da Schenk mit seinen 70 Jahren, der schwört auf Anabolika und ist dadurch zum Hulk von Kalk mutiert. La 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 la. Steroide in der Kopf, in der Monkey-Boot. Jeder will ne dicke Bizeps haben und kriegt davon ne kleine Pipi-Mann. Die Brüste haben Körbchen, die das Stimmchen sieht, das holt sie. Die spitze Haare ist ganz wunderbar. La 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 la. Dem Mirko schmeckt der Eiweißbrei, guckt aber auf den Arschgeweih vom Anemie, die da im Tanktop schwitzt.
Asopion, wo guckst du dann hin? Sätze mit ziemlich tiefer Stimme. Du bist bei mir noch immer abgeblitzt. Chuck Norris oder Jackie Chan hätten kein Einhorn-T-Shirt an, dann sähe beim Pumpen einfach scheiße aus. Dein Hoden ist Sätze zum Schluss noch kleiner als eine Haselnuss, dein Schwänzchen ist wie von der Diddlemaus. La 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 la. Und dann standen sie in der Muckibut und hauen sich Proteine in der Kopf. In der Muckibut Eiweiß in der Kopf. Und wollen ne Bizepshand, kriegt davon ne kleine Pipi-Mann. Die Brüste haben Körbchen, die hat Stäbchen, singt das hohe Zeh. Die spitze Haare ist ganz wunderbar. La 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 la. In der Muckibut. La 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 la. In der Muckibut. La 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 la. Nicht nur die Banken tanzen ja seit Jahren den Politikern auf der Nase rum, sondern jetzt seit einiger Zeit auch die Abgasverbrecher von der Autoindustrie. Und der Dobrindt, das war ja schon als Verkehrsminister eine Katastrophe. Er war der Scheuer, der ist ja kaum auszuhalten. Ne? Ich sage immer, das Geschwätz der Politiker, das macht mich echt krank. Und ich frage mich, wer kontrolliert eigentlich diesen verbalen Feinstaub, den die so absondern? Ne? Ja, da sind doch die Grenzwerte schon längst überschritten. Hallo? Ne? Und wir brauchen doch keine Umtauschprämie für Dieselfahrzeuge. Wir brauchen eine Abwrackprämie für Politiker, die der Autoindustrie in den Arsch kriechen. So sieht's doch aus. Und was ist das eigentlich für ein Quatsch mit diesen Fahrverboten für Dieselfahrzeuge? Ja, in Köln denkt man ja fieberhaft über eine Lösung nach. Im Gespräch ist Folgendes. Die Dieselfahrzeuge dürfen weiterhin in der Umweltzone fahren, etwa nur, wenn sie keinen Diesel getankt haben. Ja, das klingt bescheuert. Für mich wäre es die Lösung, weil ich fahre mein Dieselfahrzeug schon seit Jahren nur mit Heizöl. Ja, allein schon aus steuerlichen Gründen. Ne? Gut, das wird sich jetzt nicht durchsetzen, aber in Köln denkt man nach. Das hat ja Seltenheitswert. Ne? Aber man denkt über vieles nach. Unter anderem hat man ein neues Forum gegründet, wo Menschen sich vorstellen können, die mit neuen Ideen die Stadt Köln nach vorne bringen wollen. Wie sieht das aus? Wir gucken es uns an. Ich wünsche ganz viel Spaß. Bitte schön. Fünf Investoren wollen ihre Heimatstadt Köln ganz nach vorne bringen. Und dafür suchen sie die besten Gründer. Willkommen in der Höhle der Blöden. Heute mit Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Ex-SPD- und fast Stadtwerkechef Martin Börschel, Weltentertainer Henning Krautmacher, Fußballidol Lukas Podolski, ja, und Kulturdezernentin Susanne Laukwitz-Aulbach. Und hier ist unsere erste Bewerberin. Sie ist 26 Jahre jung und will Köln sauberer machen. Hallo liebe Blöde, ich bin Luisa Kalle, die Erfinderin des Presswolfs. Der Presswolf presst den Müll selbsttätig und ist damit effizienter, umweltschonender und billiger als die bisherigen Mülltonnen in Köln. Liebe Luisa, super Idee, aber leider nicht neu. Wir Höhner pressen ja schon seit Jahren Müll auf Platte und CD. Ja, von daher... Von daher bin ich leider raus. Ja. Hallo Luisa, neben meinen Tätigkeiten als Fußballer bin ich in Köln mittlerweile auch ein gefragter Investor. Deshalb meine Frage, willst du mit mir Eisdiele aufmachen? Nein. Dönerbude? Nein. Dann bin ich raus. Frau Kalle, mein politisches Credo ist es, den Menschen selbstlos zu dienen und meine privaten Interessen in den Hintergrund zu stellen. Deshalb kann ich in Ihr Unternehmen nur einsteigen, wenn ich alleiniger Geschäftsführer werde und ein Jahresgehalt von 300.000 Euro bekomme. Sorry, das kann ich leider nicht machen. Dann bin ich raus. Frau Kalle, ich finde Ihre Idee sehr interessant, aber Müll in den Parks und auf den Straßen ist ein fester Bestandteil des kölschen Lebensgefühls. Je mehr, desto besser. Ja. Könnte
könnte man Ihre Mülltonne eventuell umfunktionieren in einen Müllwerfer oder eine Hundekot-Schleuder? Eher nicht. Dann bin ich raus. Ich als Kulturdezernentin finde Ihre Idee total spannend. Wie lange würden Sie brauchen, zwei Ihrer Presswölfe vor der Kölner Oper anzubringen? Und was würde das kosten? Ja, also das ginge vermutlich an einem Tag. Und pro Tonne sind das 30.000 Euro. Zu teuer? Nein, zu billig. Viel zu billig. 300.000. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie nehmen 1 Million pro Stück und für die Montage, sagen Sie mal, 15 Jahre. Was meinen Sie? Okay. Luisa ist ab jetzt Partnerin von Susanne Laufitz-Aulbach. Eine der ausgebufftesten Kulturdezernentinnen Europas. Doch wie wird's unserem nächsten Kandidaten ergehen? Hallo, mein Name ist Holger Stotz. Es handelt sich hier um die sogenannte Köln-App, eine innovative Planungs- und Koordinationssoftware, mit der man die Probleme aller Kölner Bürger lösen könnte. Und das Besondere ist, es würde die Stadt Köln keinen einzigen Cent kosten. Lieber Holger, super Idee, aber ein Allheilmittel für Köln, das gibt schon, das sind die Höhner, ja. Von daher bin ich leider raus. Ja. Herr Stotz, die Probleme aller Kölner zu lösen, steht im krassen Widerspruch zum Grundsatzprogramm der Kölner SPD. Aber deshalb bin ich raus. Hallo Holger, ich bin der Lukas. Hi. Hast du Bock auf Eisdealer oder Dönerbude? Nein. Dann bin ich raus. Ich als Hauptverantwortliche für die Sanierung von Oper und Schauspielhaus stelle fest, Ihr Produkt ist kostenfrei, sieht gut aus und wird absolut durchdacht. Und das heißt? Ja, ich bin raus. Was? Herr Stotz, wie könnte ich Sie denn bei Ihrem Start-Dings da unterstützen? Naja, Sie sind die oberste Chefin der Stadtverwaltung. Zusammen könnten wir Köln zukunftsweisend voranbringen. Also da stören mich zwei Worte. Zum einen zukunftsweisend und voranbringen. Aber das... Ach du liebes Lieschen, ist das Ihre erste Produktpräsentation? Nein. In Köln, da müssen Sie sowas sagen wie, ich habe keine Namen, ich kann nichts und ich habe noch nie in einer Stadtverwaltung gearbeitet. Damit hätten Sie mich überzeugt. Sie ist raus! Gibt's ja nicht! Bitter für den engagierten Verwaltungswirt aus Hamburg. Aber vielleicht klappt's ja beim nächsten Bewerber. Seit über 40 Jahren ist er im Kölner Tiefbau tätig. Der ganz große Durchbruch ist ihm aber noch nicht gelungen. Hallo zusammen, ich bin der Jupp Schmitz und das hier ist meine Erfindung. Also, ich als Laie tät ja sagen, das ist eine ganz normale Schaufel. Das stimmt, aber ich habe damit was vollkommen Neuartiges vor. Ich will damit ein riesiges Loch graben, und zwar direkt neben dem Hauptbahnhof. Ein tiefes Loch. Das passt wunderbar zu den aktuellen Umfragewerten der SPD. Jupp, super Idee. Eisdealer, Dönerbude? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Top, wir passen beide zusammen. Sagen Sie, wofür brauchen Sie denn dieses Loch? Keine Ahnung, ich habe gedacht, ich fange erst mal an. Ach, das heißt, Sie haben keinen Bauplan? Nee, wieso? Und auch noch nie ein Projekt in dieser Größenordnung durchgeführt? Nee. Könnte es eventuell sein, dass benachbarte Gebäude beschädigt werden? Das ist gut möglich. Ich meine, das weiß man ja vorher nicht, ne? Wie sieht denn Ihre Kalkulation aus? Kalkula wat? Na, was wird das Loch die Stadt kosten? Keine Ahnung. Ich hab gedacht, vielleicht so 600 Millionen? Hm? Herr Schmitz, ich mach's kurz. Bauen ist in Köln eine Geisteshaltung. Und Sie sind ein Musterbeispiel dafür. Ich gebe Ihnen die 600 Millionen. Jupp, ich toppe den Börchel und geb dir 600.000. Ich gebe Ihnen 700 Millionen. Also mehr ist im Kulturetat nicht drin. Herr Schmitz, ich möchte mit Ihnen dieses Loch ganz, ganz groß machen. Ich gebe Ihnen 1 Milliarde Euro und gemeinsam legen wir den Hauptbahnhof und alle benachbarten Gebäude in Schutt und Asche. Was sagen Sie? Frau Oberbürgermeisterin, da tät ich sagen, wir haben einen Deal. Geil! Darf ich vorstellen, Alexa? Ja.
Ist ja mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Und in vielen Haushalten ja auch schon Familienmitglied. Bei mir auch. Ich habe sie mal mitgebracht. Alexa, sag mal, guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für dich tun? Ist die nicht höflich? Was kann ich denn jetzt für dich tun? Ach nee, gerade nichts. Nee. Okay. Ja, okay, nee. Nee, ist gut. Nein, mein Mann hat sie aus dem gemeinsamen Schlafzimmer rausgeschmissen. Denn immer auf seine Frage, Unschatz, wie war ich, habe ich gesagt, gut. Aber Alexa hat geschwiegen, weil Alexa kann nicht lügen. Ja, zu deinem Freund gab es nichts zu sagen. Da war nichts Auffälliges. Ja, muss denn immer was Auffälliges sein? Nein, aber wenn du gefragt hättest, wie du warst, hätte ich antworten können. Mit vielen ungewöhnlichen Details. Du hast zum Beispiel während des Vorspiels... Oh nee, danke, eine... nicht nötig. Nee. Dann willst du nicht wissen, dass du... Nein. Hast du Interesse an den Literaturempfehlungen, die ich aufgrund deines Beischlafverhaltens zusammengestellt habe? Was denn für Literaturempfehlungen? Sexualität im Alter muss nicht langweilig sein. Ich glaube, es geht los. Sexuelle Erfüllung trotz Übergewicht in 3 Bänden. Stopp, Alexa! 99 Tricks, wenn dein Partner vorher einschläft. Alexa, danke, es reicht. Ehrlich, ich glaube, ich schicke dich zurück zu Amazon. Das hast du jetzt davon, du bist mir einfach zu unverschämt. So, ja, die schicke ich zurück zu Amazon. Mit den ganzen anderen 10 Millionen Paketen, die da täglich verschickt werden. Jeder zweite von uns ist ja Kunde da. Ne? Gut, die sind natürlich auch, die haben super Service, die denken ja auch mit. Ja, das ist toll. Ich habe mir ein paar Thriller bestellt und am nächsten Tag bekam ich als Kaufempfehlung Müllsäcke und Kettensäge. Ja, ich bestelle da auch nicht oft. Nee, obwohl eigentlich regelmäßig, fällt mir gerade ein. Also ich will jetzt nicht sagen jeden Tag, ne? Aber so 7-8 Mal die Woche schon. Ja, das ist ja auch bequem, ne? Ich meine, wir alle wissen, dass die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung unterirdisch ist bei Amazon, von den DHL-Fahrern ganz zu schweigen, aber es ist eben total bequem. So, und wir gucken uns jetzt mal an, wo Alexa landen wird, wenn ich sie als Retourpaket zurückschicke. Viel Spaß.
In dieser Welt hat jeder Recht zu leben, auf wie viel Beinen er auch geht. Die Kreatur darf niemals sinnlos sterben, nur weil der Mensch auf Blutwurst steht. Doch Flönz, ganz ohne Flönz halt ich's nicht aus, doch bei mir stirbt dafür kein Tier. Ich hab ein Blutspendeschwein, Blutwurst ohne Metzgereien. Mit so einem Blutspendeschwein Mensch und Tier können Freunde sein. Und noch einmal. Blutspendeschwein klingt vielleicht zuerst gemein, doch jedes Blutspendeschwein wird da anderer Meinung sein. Blutspendeschwein. Eine super Idee. Neulich, da hatten wir bei uns zu Hause im Briefkasten eine Zeitung von der evangelischen Kirche, die aber gar nicht für uns bestimmt war, sondern für unsere Nachbarin. Däh, jetzt weiß ich, dass Frau Meier evangelisch ist. Ja, durfte ich eigentlich gar nicht wissen, wegen dem Datenschutz. Und neulich habe ich die Frau Meier zufällig wieder getroffen, bei meiner Hausärztin im Wartezimmer. Und da die Arzthelferinnen die Namen der Patienten nicht mehr nennen dürfen, sagt sie, die Hämorrhoiden bitte. Wer stand auf? Wer stand auf? Frau Meier. Däh. Jetzt weiß ich, dass Frau Meier evangelisch ist und Hämorrhoiden hat. Gut, das passt ja auch irgendwie gut zusammen. Ne? Doch, ja doch, komm. Doch, immer. Was hat Luther gesagt? Was hat Luther gesagt? Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. Ne? Gut. Weg vom Glauben hin zu knallharten Fakten und Beweisen. Für was ist das das Zeichen? Was? Videobeweis, genau, Videobeweis. Ne? Wie läuft das eigentlich ab? Da sitzen ja in diesem berühmten Kölner Keller, sitzen ja die Videoschiedsrichter und gucken sich alle Spiele an, die an einem Bundesligaspieltag laufen, auf Monitoren. Und wenn sich der Live-Schiedsrichter verpfiffen hat oder wenn es Probleme gibt, sind die im Keller gefragt. Wir werfen jetzt einen Blick in diesen berühmten Kölner Keller. Viel Spaß, bitteschön. Oh, oh, oh. Ah, Tor für Leverkusen.
Aber Kalle, war das nicht abseits? Ja, das war knapp. Ja. Könnte stimmen. Aitekin, Aitekin, Videokontrolle Köln hier, der Kölsche Keller. Sagen Sie mal, das sah gerade so ein bisschen nach abseits aus. Kleinen Moment, schauen wir uns an. So, pass auf, Kalle. Jetzt lesen wir die Wiederholung auf dem Monitor und stoppst im Moment der Ballabgabe. Klar, kein Problem. Jetzt. Das ist vor der Ballabgabe. Ja, dann warte kurz. Jetzt. Das ist nach der Ballabgabe. Herr Aitekin, kleinen Moment noch. Ja, der Pini, also der Peter, der hier für uns normalerweise die Technik fährt, der ist ja bei den Roten Funken. Und der kriegt heute Abend einen Orden. Ja, keine Sorge, wir haben einen super Ersatz. Das ist der Kalle. Ja. Das ist mein Schwager. Das ist eine ganz große Nummer im Kontrollzentrum der KVB. Ich spule da mal ein kurzes Stück zurück, ja? Sehr gut. Boah, das geht aber schnell. Boah! Das ist doch kein Problem, Kalle. Ist immer schön, sich den Anpfiff nochmal anzugucken. Ah ja. Sag mal, ging es da um den kleinen Spieler hier? Nein, das sind die Einlaufkinder, Kalle. Aitekin, kleinen Moment noch. Entschuldigung, ich habe gerade so ein Pfeifen auf der Leitung. Was? Ach, das sind die Zuschauer. So, jetzt habe ich hier die Szene aber. Ja, ja. Klar, ist abseits. Ja. Herr Aitekin, das Tor nehmen Sie mal schnell wieder zurück. Ja, klares Abseits. Gern geschehen. Tschö, bitte. Sag mal, Kalle, wieso steht hier in der Wiederholung eigentlich 16. Spielminute? Ich meine, in echt sind wir doch schon in der zweiten Halbzeit. Echt? Aha. Ups. Wow, guck mal, was die Leverkusener Spieler sich am Aufregen sind. Ja. Jetzt bin ich doch so ein bisschen neugierig geworden. Meinst du, findest du die richtige Stelle? Ja, die müsste dann die hier sein, genau. Ja, oh nee, da ist ja noch ein Leipziger Abwehrspieler dahinter. Mhm. Das war gar kein Abseits. Nee, war kein Abseits. Blöd, ne? Mhm. Ja, willst du das jetzt dem Aitekin nicht sagen? Jetzt hat er gerade den Julian Brandt wegen Meckerns vom Platz gestellt. Aha. Weißt du, wie peinlich das ist, wenn ich dem Aitekin sage, der Brandt hatte recht? Ja. Außerdem war ja ein Tor für Leverkusen. Das schadet nie, das abzuerkennen. Ah, ja. Rolf. Ja, Lars. Ich muss mal aufs Klo. Kannst du mal einen Blick auf Bayern gegen Dortmund werfen? Ja, sicher. Kein Thema, Lars. Wer ist Schiedsrichter? Dr. Felix Brüch. Ach, der Felix. Super, kenn ich. So, pass auf, Kalle. Jetzt legst du mir die Totale von Bayern gegen Dortmund mal mit hier auf den Monitor. Ja, schon passiert. Und kaum haben wir Bayern im Bild, typisch. Da kullert sich der Robben schon über den Boden. Ja, das ist sehr schön analysiert. Das schalten uns mal ein. Felix, alter Haudegen, unterbrech mal kurz das Spiel. Ja, der Rolf hier. Ja, der Lars ist gerade für kleine Schiedsrichter, deshalb... Was? Oh, Entschuldigung, Aitekin, falsches Mikro. Ja, Felix, der Rolf hier, ich übernehme kurz für den Lars. Wat? Ja, das Foul an Robben, ob das eine rote Karte war. Kleinen Moment, das schauen wir uns an. Dann spule ich wieder ein bisschen zurück. Ja, ne? Sehr gut. Hör mal, Kalle, wer ist denn der Spieler mit dem komischen Schnäuzer da? Bist du sicher, das ist Bayern gegen Dortmund? Nee, Rolf, das ist Bares für Rares. Weißt du, ich habe kurz umgeschaltet, das gucke ich so gern während der Arbeit. Ne? Sag mal, hat der wirklich gesagt, der will 200 Euro für die alte Kanne haben? Boah. Ja, spiel doch. Mensch, spul zurück. Ist wohl die Kanne? Ich kann. Ja, warte, Felix, du brauchst eine Entscheidung, klar. Ja, Herr Aitekin, warte, ist, ob das bei euch in Leverkusen vor der Flanke faul war? Das ist eine sehr gute Frage, Herr Aitekin, geben Sie uns 5 Sekunden. So, jetzt habe ich hier das Foul an Robben. Wie man sieht, ist es außerhalb vom 16er, aber von hinten in die Beine. Also, klare rote Karte. Ja. Klare rote Karte. So, und jetzt ist sie in den Leverkusen. Ja, die haben wir hier. Ja. Das sieht aber sehr sauber aus. Tor ist korrekt. Herr Aitekin, das Tor ist völlig korrekt. Herr Aitekin, Entschuldigung, ich habe gerade wieder das Pfeifen auf der Leitung. Sag mal, wieso flippen die in Leverkusen eigentlich so aus? Ja, Felix, wo drückt der Stollen? Ha, hab ich doch gesagt, klare rote Karte. Wie hab ich nicht gesagt? Hast du gesagt, hab ich gehört. Hat Kalle gehört, klare rote Karte. Ja. Herr Aitekin, habe ich Ihnen gerade gesagt, Sie sollten eine rote Karte zeigen? Haben Sie auch gemacht? Schön. Herr Aitekin, uns ist da so ein kleines Malörchen passiert. Ja, Sie werden furchtbar lachen. Herr Aitekin,
Tut mir leid, die Pfiffe sind einfach zu laut. Wissen was? Wir legen Ihnen das Tor mal auf den Monitor im Stadion. Da gucken Sie mal selber. Ne, spielt Sie mal das Tor. Ja, aber ein. Ich mach doch gern. Für den alten Kind. Du, Rolf, kannst du mal kurz Hoffenheim gegen Wolfsburg übernehmen? Ich gehe mal eben eine rauchen. Du, Bibiana, das ist im Moment jetzt so ein bisschen stressig. Ach komm, Hoffenheim gegen Wolfsburg interessiert doch eh kein Schwein. Na gut, Schwein. Wo sie recht hat, hat sie recht. Ne? Ja. Dann hau mir doch Wolfsburg gegen Hoffenheim auch noch einen Monitor. Klar, kein Problem, schon passiert, aber da bin ich jetzt wohl in der Hektik an den Zeitlupe-Knopf gekommen. Guck nee, mal. Kalle, da ist kein Zeitlupe, das ist normal, die spielen immer so. Ja, Herr Aytekin, ja, was? Oh, tut mir leid, passiert nicht normal. Mensch, Kalle, ihr seid der Aytekin, Bares gegen Rares auf dem Monitor. Ups, oh, Scheiße. Mensch, Felix, ruf mich nach dem Spiel nochmal an, du nervst. Aytekin, was denn jetzt noch? Was? Nein, das haben sie nicht gemacht. Das haben sie nicht gemacht. Nein! Also wir fanden 200 Euro für das Kännchen völlig übertrieben. Wisst ihr, was mich total aufregt? Das ist diese Hysterie, dass alles total schlimm ist und den Bach runtergeht. Und viele sagen ja auch, früher war alles besser. Ja, am Arsch die Räuber. Früher war nicht alles besser. Nein, wir haben nur nicht alles gewusst, was auf der Welt passiert. Und heute durch diese ganze Informationsflut erfahren wir natürlich alles, was auf der Welt passiert. Und am meisten sind es schlimme Nachrichten. Am meisten sind es schlimme Nachrichten. Und das fängt ja schon morgens an. Wenn ich morgens aufstehe, höre ich als erstes, dass Venedig überflutet ist, der Wald stirbt und einem auf der Mülheimer Brücke ein rückwärtsfahrender LKW entgegenkommt. Ja? Nur schlimme Nachrichten. Weltweit hungern 800 Millionen Menschen. Das ist eine Katastrophe, das kann man auch nicht schönreden. Aber wusstet ihr, dass es seit 25 Jahren jedes Jahr weniger Menschen sind, die auf der Welt hungern müssen? Darüber berichtet keiner, ist nicht schlimm genug. Ne? Auch im kölschen Sitzungskarneval seit 25 Jahren immer weniger sexistische Witze und es soll sogar schon Einmärsche unter 45 Minuten geben. Ja, ja, das ist doch irre, ne? Das ist doch doll. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe manchmal so den Papp auf von diesen schlechten Nachrichten. Dann lese ich keine Zeitung, höre kein Radio, gucke kein Fernsehen, mehrere Tage lang, um mich zu entspannen. Das Einzige, was ich da gucke, ist die Sendung mit der Maus. Ja. Und da am liebsten den Captain Blaubeer. Ja. Und den haben wir heute zu Gast auf unserer Bühne. Viel Spaß mit Captain Blaubeer. Hallo Opa. Hallo Opa, du Opfer. Oh. Wir sind von der Schule zurück. Wie, schon zurück? Ist doch gerade mal erst 10. Na und? Du säufst ja auch schon Dornkart. Schon, das ist ja normal. Was meint ihr, warum ich Blaubeer heiße? Tja, und jetzt gehen wir alle ins Netz surfen. Hallo, Captain. Ich bin auch gerade im Netz. Ich bin am Shoppen bei eBay und ich suche da die Kundentoilette. Kann mir einer sagen, wo die ist? Ihr Dösbaddel, ich nehme euch gleich allen die Computer weg. Aber Opa, im Netz steht doch auch viel Wahres. Och. Zum Beispiel, dass Angela Merkel die Tochter von Adolf Hitler ist. Und Deutschland politisch vernichten will. So ein Blödsinn. Die interessiert sich doch gar nicht für Politik. Aber hier, die Kondensstreifen am Himmel, die zerstören unsere Gehirne. Zu Matsche. Ja, und in Bayern merkt man es am meisten. Mensch, Hein, bist du blöd. Ja, stimmt. Ihr dösigen Klugschieter, ihr Wissensallergiker, das sind doch alles nur Fake News. Fake News? Ja, das sind die gefährlichsten Kreaturen der Welt. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich hab sie nämlich selbst freigelassen. Du? Tja, und das kam so. Ich hatte mal die Aufgabe, eine Tonne Fische in Frauenkleidern nach Köln zum Christopher Street Day zu bringen. Was für Fische tragen denn Frauenkleider? Leute, das ist ja wohl klar. Tuntenfische. Tja, und so segelte ich die innere Kanalstraße entlang und wollte links abbiegen. Aber das geht in Köln ja nun mal gar nicht.
Also fuhr ich immer weiter und kam in eine Gegend ohne jede Zivilisation. Nach Wesseling? Nee, nach Afrika. Und zwar in eine Wüste, die so heiß war, dass man eine Glatze kriegte, weil einem die Haare geschmolzen sind. Psst. Deshalb hieß die auch Kalahari. Ah. Plötzlich traf ich auf zwei Gnus, die verzaubert waren und nur Lügen erzählten. Von wem denn verzaubert? Ja, von einer bösen Fee. Deshalb hießen die auch Fee-Gnus. Fee-Gnus? Ja, und die haben so viel gelogen, die hatten schon ganz kurze Beine. Ich merkte sofort, dass Fee-Gnus gefährlich sind und die Wüste niemals verlassen dürfen. Also bin ich schnell abgehauen. Aber zwei von den Spackos haben sich heimlich auf mein Schiff geschlichen und sind an Land wieder ausgebüxt. Oh, Scheiße! Und weil die sich außer für Lügen nur noch für Poppen interessieren, haben die sich vermehrt wie Nachbars Lumpi. Oh, oh! Zum Beispiel in Ostdeutschland. Da kreuzten sich die Fee-Gnus mit den Nazi-Glatzen, weil die Frauen aus der Zone ja alle abhauen. Und die Typen stecken schon ihre Pimmel in Blumentöpfe, weil die denken, Vermehrung ginge auch mit Ablegern. Bäh. Und dann sind die nur am Lügen. Die sagen zum Beispiel, dass die Ausländer an allem schuld sind. Was? So, die haben sogar eine eigene Lügenfirma. Agentur für Desinformation. Kurz AfD. Bäh. Und in Amerika, da trieben die das besonders wild. Da kreuzte sich ein Fee-Gnu mit einem doll gepoppten Eichhörnchen. Das auf einem Vollpfosten saß. Und wurde sogar Präsident der Vereinigten Arschkarten von Amerika. So. Also, das glaub ich jetzt einfach nicht. Das geht doch gar nicht. Mensch, Hein, bist du blöd. Tja, der eine sagt so, der andere sagt auch so. Tja, aber den Spacko, den gibt es wirklich. Und er hat wie alle, die sich mit Fee-Gnus gekreuzt haben, das Balsen-Syndrom. Hä? Tja, die haben einen an der Waffel und gehen einem tierisch auf den Keks. Dieser geistig untermotorisierte Pausenclown, der züchtet doch immer noch mehr Fee-Gnus und verbreitet deren Lügen und Fehlinformationen in der ganzen Welt. Aber Opa, du hast ihn doch bestimmt besiegt. Tja, sicher das. Zusammen mit meinem guten Freund Pinocchio. Ich hab den Trump zuerst einmal mit Seemannsgarn gefesselt und dann mit nacktem Hintern aufs Gesicht von Pinocchio gesetzt. Und Pinocchio hat er nochmal alle Lügengeschichten erzählt, die der Spacko so verbreitet hat. Das waren so viele erstunken und erlogene Geschichten, dem ist die Nase von Pinocchio aus dem Mund wieder herausgekommen. Bravo! Bravo, Opa, bravo! Ja. Kapitän, ich habe die Kundenschulde bei eBay nicht gefunden. Jetzt habe ich einfach in den Warenkorb gemacht, aber der war nicht dicht. Oh. Mensch, Hein, bist du blöd. Jo, und beim nächsten Mal erzähle ich euch dann zur Abwechslung mal ein paar wahre Geschichten. Zum Beispiel, wie ich mal aus einer Ladung von 200 Gurken und einer Pflaume die FDP gemacht habe. So. Ich bin die Mutter von Bushido. Ich bin die Mutter von Kollega. Ich bin die Mutter von Sido und das ist seine Omi. Meine Mutter. Ne? Hä? Mutti. Ja, scheiße.
Ich bin die Mutter von Farid Bang und wir alle haben keine Lust mehr auf diese ganzen bösen Worte. Ja. Wenn unsere Jungs doch auch mal so schöne Lieder machen würden wie die von Pepsi 2. Pepsi 2? Fanta 4. Das wäre schön. Das Einzige, was die über Frauen singen, ist, sie ist weg, oder? Hä? Weg. Ja, scheiße. Ganz im Gegensatz zu unseren beiden Jungs. Also was die da auf dem Echo abgezogen haben. Ja, da machen diese Schwachköpfe Auschwitz-Verse. Das geht nicht. Ja, ich habe mal auf der Platte vom Farid und vom Kollegen nachgezählt. 23 Mal Bitch, 12 Mal Fotze und 7 Mal Ficken. In einem Lied. Was sagst du dazu? Hä? Ficken. Ja, super. Oh, gut. Also, wir Muttis sind heute hier hingekommen, weil wir ganz dringend mal etwas loswerden möchten. Jungs, ihr könnt singen, was ihr wollt, aber wir haben keine Lust mehr, gefickt zu werden. Hey! Mama, die schwebt in der Stulle für den Auftritt. Mama, sei froh, dass wir übertrieben. Mama, denn wo bist du sonst abgeblieben? Jungs, wir haben euch mal geboren. Trotzdem gibt's jetzt was auf die Ohren. Ohne uns wär keiner von euch da. Nix, nada, null, denn eins ist klar. Von euch gäb's nicht mal ein Ei. Der ganze Samen hält frei. Wir sind nicht sicher, ob ihr das checkt. Zeig mal Respekt! Für Mama, die gibt gute Tipps für dein Outfit. Mama, die schmiert dir ne Stulle für den Auftritt. Mama, sei froh, dass wir übertrieben. Mama, denn wo bist du uns abgeblieben? Ja, das Leben von den Alpha-Mackern, das ist ganz bestimmt nicht leicht. Lamborghini fahren und Pitches tackern, Dauerständer und Levi's. Denkt mal an die kleinen Jungs, die zu euch aufsehen. Sollen das Motherfucker werden wie ihr? Das wär nicht schön. In den Gatterligosser oder Haftbefehl. Ich glaube, es reicht nicht mal, wenn ich aufgehen will. Lass uns mal zusammenreifen, seid mal wieder nett. Müsste ich ständig sagen, sagen die Leute mit Tourette. Hör auf, Mama, die gibt gute Tipps für den Auftritt. Mama, die schwebt in der Stulle für den Auftritt. Mama, sei froh, dass wir übertrieben. Mama, wo bist du uns abgeblieben? Mama! Ja! Liebe Jecken, Jecken, dann machen wir jetzt mal weiter. Nein, ich habe was vergessen, oder vielmehr, wir haben alle was vergessen. Und zwar haben wir die Datenschutzbestimmungen vergessen. Ja, das tut mir auch echt leid, aber das müssen wir nachholen. Das geht aber ganz schnell, das geht ganz schnell. Ich stelle ein paar Fragen und ihr müsst einfach nur mit Ja oder Nein antworten. Wie ja? Ja, war ein bisschen früh, ne? War zu früh, das Jahr. Die erste Frage lautet, seid ihr damit einverstanden, dass diese Sitzung Cookies und Mettbrötchen verwendet? Seid ihr damit einverstanden, dass sich die Sitzung auch manchmal unterhalb der Gürtellinie befindet? Seid ihr damit einverstanden, dass die gesammelten Daten, die wir von euch schon haben, dass wir die weiterverkaufen? Gute Antworten. Ich werde gleich auf meinem Zettel werde ich ein Kreuz machen, da an die entsprechenden Stellen. Und wo wir gerade beim Kreuz sind, fällt mir natürlich sofort die katholische Kirche ein, ganz klar. Und das ist ja wirklich ein Kreuz mit dieser Kirche zurzeit. Und da ist ja auch weniger Datenschutz verlangt, als vielmehr Personenschutz, nach allem, was man da so hört. Bitte schön, viel Spaß. Und? Wie weit seid ihr? Ja, scheiße, scheiße, alles voll scheiße. Von der tolle Dufe, der Driss ist das. Da und da und da und da. Dass ich da überall hindrieße, dass ich da dünn die dolle Poppe, doofe Dufe da poppe. Ich wollte wissen, ob ihr bald fertig seid. Dombauhütte will weitermachen. Vor 2 Stunden hätte die Fassade sauber sein sollen. Ich verstehe ja nicht, was das soll. Jeder sowieso käme in Schmieren in diese vollgekackte Kackkirche. Manus! Höret Fluchen auf, vor allem in der Nähe des Herrgotts. Oh,
Oh, der Herr würde noch für mich fluchen, wenn ich das hier sehen würde. Wieso das dann? Ja, das hier all. Meinst du, wir erleben noch das Ende des Zölibats? Wir nicht, aber vielleicht unsere Kinder. Priester und Kinder, das stimmt was nicht. Das stimmt ganz viel nicht. Mingpens werde jedenfalls keine Messdiener. Niemals. Das darf doch alles nicht wahr sein. Was ist sie jetzt? Schlimm, schlimm, schlimm. Schon 1670 unserer Kollegen wurden des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Wir sind die Hexen des 21. Jahrhunderts. Fehlt nur noch, dass man uns verbrennt. Das sollten die mal beichten. Übrigens, ich hatte letztens jemand mit Oralsex in der Beichte. Was geben wir da eigentlich? Keine Ahnung, aber ich gebe meinen Messdiener immer ein Hanuta. Und eine Guthabenkarte von Nintendo. Habe ich das richtig verstanden? Ja, das hast du richtig verstanden. Nächste Liebe bedeutet bei denen, dass die erst den einen und dann den nächsten Messdiener lieben. Für normal, da möchten für jeder Kirche Warnhinweise stehen, sowie Obzerettepackungen. Messdienen kann ihre Kindheit schlagartig beenden. Die katholische Kirche, die will das jetzt alles aufklären. Aufklären? Quatsch. Die katholische Kirche kontrolliert sich selbst und stellt fest, ist ja nicht so schlimm. Das ist so korrupt, man nennt die katholische Kirche schon die FIFA unter den Religionen. Das ist wie wenn du dünnderes hast und versuchst nicht über Klo zu jorn. Nee, und ich stepp. Ich zahl seit Jahren brav Kirchensteuer. Da mach ich mich doch mitschuldig. Ja, aber mir zwei Dolores, die bei den Duvideres fortmachen, wir machen uns auch mitschuldig. Das ist Vortäuschung falscher Tatsachen. Jeder Zehnte von deinen Pfaffen ist eine Kinderschänder. 9, 10. Ups. Oh, Madre Mia, was ist das? Der ganze Himmel voller Tauben. Oh ja, gut näher, mein Duwe Funde, gut näher. Venga, aki. Und dann fangt an zu drießen und riesst in einer Tour und riesst so lang, bis die bedrissene Kirche fort ist. Und wir machen auch mit, ja. Ich hab mich irgendwie verlaufen und steh irgendwo am Ring. Es ist Karneval in Köln und das ist gar nicht so mein Ding. Auf einmal sprichst du mich an. Ey, was bist du denn für Leckers? Ich sag, pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter und ich lausche dir gebannt. Buckstück, ob dich an ich gewacht. Das klingt ja so charmant. Leider sprech ich kein Kölsch, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen.
Leider sprech ich kein Kölsch, aber bitte red weiter. Wenn ich dich zwischen die Finger kriege, ich bin in der Räuber. Deine langen wilden Haare, die rote Nase im Gesicht, feinstes Tuch rot-weiß geringelt, und ich mag es, wie du sprichst. Und das Kölsch schmeckt nach Freiheit, und du lädst mich dazu ein. Und du wirkst ja so authentisch, ich glaub, da geht was mit uns zweien. Leve jottet ihr Milche, Chef. Ich will hier nicht mehr fort. Ohne Fütche wie ihr Brütsch. Doch ich versteh kein Wort, leider sprech ich kein Kölsch. Aber bitte red weiter, alles was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünsch, ich könnte dich verstehen. Leider sprech ich kein Kölsch, aber bitte red weiter. Ich bin keine Kerl für ein Nach, er befindet dich ständig in Ausnahmen. Der Wohlklang deiner Stimme, was hast du mit mir gemacht? Ich bin es so rasig. Hast mich um den Verstand gebracht und du redest immer weiter, singst sogar ein Lied für mich. Am Donnerstag wird die Alio Bob, am Freitag jedes Fest. Leider sprech ich kein Kölsch, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünsch, ich könnte dich verstehen. Leider sprech ich kein Kölsch, aber bitte sing weiter. Was wird das Liedchen vom Poppe singen? Versteh kein Wort. Poppe ist Popeye, hat der Popeye gesagt? Poppe ist ein großer Kind. Popeye kenn ich. Und wenn er in die Poppe kann, so bist du. Ich glaub, der mag mich. Herrlich, einmalig, Schläfjecken. Und damit ein herzliches Willkommen hier am Rosenmontagszug. Und ich muss direkt ein ganz ernstes Thema ansprechen. Den Arten- und Tierschutz im Rosenmontagszug. Wer kennt nicht die grauenhaften Bilder vom letzten Jahr, als viele dieser bedauernswerten Kreaturen vollkommen erschöpft am Zugweg zusammengebrochen sind. Meist mit betäubenden Substanzen ruhig gestellt, damit sie das Achtstühle-Spektakel überhaupt überstommen. Sie wissen, wovon ich spreche, von den besoffenen Fußtruppen der Roten Funken. Und bei den Pferden sieht es nicht besser aus. Und deshalb gibt es dieses Jahr den ersten pferdefreien Rosenmontagszug, getreu dem Motto von Zossenfrei, der Narretei oder auch Himmel und Erd, me viere ohne Pet. Denn das sind mir Kölsche dem Tierschutz schuldig, denn in Köln gehören Pferde nicht in den Zug, sondern in den Sauerbraten. So ist es. Und da sehe ich auch schon die erste Gruppe der Nippeser Bürgerwehr mit ihren Schmucken und Staatsen Nippizanern. Eine herrliche Gruppe, und auf diese Gruppe ein dreifach Kölle! Kölle! Nippes! Oh, da wird so viel, da wird so viel unruhig für den Jungen. Jetzt, ja, jetzt beruhigt er sich wieder. Das ist schön. Eine wunderbare Gruppe. Ja, ja, und doch kommt jetzt was ganz Besonderes. In Zusammenarbeit mit der Firma Mediamarkt haben die Altstädter ein ganz innovatives Konzept verwirklicht. 4 iPads, die Feldapotheke ziehen. Ja, und wenn die iPads uns abäppeln müssen, dann ist natürlich sofort das Reiterkorps der Müllabfuhr zur Stelle. Und mit der iPad-Äppele werden im nächsten Jahr, oder werden im Yachtencenter die Blumen gedüngt, so ist es richtig, und kommen nächstes Jahr als Strüsser zum Einsatz. Schauen Sie sich dieses Gespann der Brauerei Sester an. Die haben 2 Kürbisse vors Joch gespannt. Herrlich, dieses überschäumende Temperament ist wirklich einmalig. Ja, aber nun zum Schluss meiner Reportage, der absolute Höhepunkt
The Bickendorfer Brasilianer mit einer fantastischen Choreografie aus Samba, Bad und Funke. Demokratische Feuer, weil ich aus der Eifel komme. Aus Mendig, ja. Ich bin die Rache der Eifel für die erloschenen Vulkane, ja. Und da wird Tuffstein und Bimmstein abgebaut für das berühmte Bimmsteinzimmer. Noch ein Witz, Veggie. Dass wir in die GroKo gegangen sind, das war schon vor der Wahl Quatsch. Aber jetzt ist es noch Quetscher. Aber ein Ass habe ich als Thema noch im Ärmel. Und zwar ist das die Förderung feministischer Pornos. Ja, dieses Thema will uns keiner streitig machen. Ja, das ist eine Idee der Berliner SPD. Und das ist kein Witz. Super, ja, so will ich die SPD. So will ich sie. Innovativ, zukunftsorientiert, nah am Volk, spritzig. Och, leck mich. Herr Brenner, schön, dass Sie kommen konnten. Darf ich vorstellen, unser Programmdirektor Dr. Harald Merschelbach. Das ist Frau Hackenbach-Schmöll von der Hauptabteilung Schnackseln in der SPD.
Bitte setzen Sie sich. Und ich bin die zuständige Redakteurin für den Programmbereich. Mit dem zweiten fickt man besser. Und? Was halten Sie von meinem Drehbuch? Nun, wie Sie wissen, ist der Pornofilm ja noch ein wenig Neuland für uns beim ZDF. Ja, und auch für uns in der SPD. Dennoch scheint mir die Story ein wenig dünn. Wieso? Eine Seite für einen 90-Minüter. Herr Brenner, uns ist es bewusst, dass Ihre Werke in der Pornobranche große Erfolge waren. Schwanz der Vampire, drei Schwengel für Charlie, Pimmel über Berlin. Und der Porno-Oscar für andere Länder, andere Titten. Ein wirklich wichtiger Film für die europäische Idee, ja? Aber wenden wir uns doch erst einmal Ihrem Text zu. Also, Olga Ohlala räkelt sich im Negligé auf dem Ledersofa. Es klingelt, sie öffnet die Tür. Wir sehen Kalle Kolben im Blaumann mit nacktem Oberkörper. Kalle, hallo, ich soll hier ein Rohr verlegen. Olga, oh ja, ich habe da nämlich eine feuchte Stelle. Sie reißen sich die Klamotten vom Leib und treiben es in allen nur erdenklichen Positionen Ende. Zu viel Text? Herr Brenner, ich sag's ganz offen, die Geschichte ist etwas unrealistisch. Echt? Allein das Bild des Handwerkers. Es ist doch heutzutage schwer, als Kunde überhaupt einen Handwerker zu kriegen. Aha. Ja, denken Sie an den Druck der Globalisierung. Ist es denn da realistisch, dass die Kundin mit dem Handwerker Sexualität betreibt? Ich meine, würde sie sich nicht eher freuen, dass er überhaupt kommt und ihn erstmal in aller Ruhe das Rohr verlegen lassen? Freut sich doch, dass er kommt. Gut, eher am Ende des Films. Also ich finde es auch grenzwertig für unsere sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler, wenn es so dargestellt wird, als hätten Handwerker bei der Arbeit Zeit für Geschlechtsverkehr. Könnte der Geschlechtsverkehr nicht zumindest in der gesetzlichen Mittagspause stattfinden? Hat er die denn? Natürlich, er ist ja wohl in der Gewerkschaft. Dann könnt ihr einfach kommen und klingeln. Hallo, ich bin Kalle Kolben, Gewerkschaftsmitglied und ich komme, um vor meiner Mittagspause ein Rohr an Ihrer feuchten Stelle zu verlegen. Aber wie lange dauert das denn mit dem Rohr? Ich meine, kann der nach der Arbeit überhaupt schon Mittagspause machen? Es ist doch noch früh morgens. Wieso früh morgens? Na ja, sonst wäre die Frau ja nicht noch im Negligé, sondern schon bei der Arbeit. Ja, was arbeitet sie denn eigentlich? Die kann da ja nicht nur so rumliegen. Die sollte schon berufstätig sein. Am besten in einer Männerdomäne. Schornsteinfegerin oder Astronautin, ja? Genau. Ist die Frau in der Mittagspause überhaupt noch da? Die ist doch schon bei der Arbeit. Ah, stimmt. Dann verlegt der Klempner das Rohr und macht den Geschlechtsverkehr in der Mittagspause alleine. Er soll in der Mittagspause mit sich alleine Geschlechtsverkehr haben, ja? Das geht! Und das Ganze
spielt wie eine Rosamunde Pilcher-Story in Südengland mit Pferden. Mit Tieren kostet extra. Und wird moderiert von Florian Silbereisen. Mein Gott, das ist ein Porno, der wird nicht moderiert. Der wird gepimpert und am Schluss fragt einer, wie war ich? Schönen guten Tag zusammen. Ich suche den Herrn Dr. Merschelbach. Ich soll in seinem Büro ein Rohr verlegen. Mittagspause. Ich will ein Kind von dir. Zum Bauer sagt man oft, Bauer, ich will ein Rind von dir. Und wo man sich das Rind abholen kann, das erzählt euch besser selber. Hier sind wir euch, unser Bauer Winfried. Down, down, komm in der Down. Da geht's prächtige Frau. Prächtige Sau, Platz um Meister zu bauen. Hoch und gibt mich auf dem Lacken. Da hängt das Schnitzel ganz weit über Teller an. Da kannst du auf dem Träger fahren. Und die Mähen und Mähen und Mähen und Krähen. Mut mähen und miauen. So ist das im Down. Down, down, komm in den Down. Wo sich die Männer noch. Liebe Jacke, das Schönste, was das Rheinland zu bieten hat. Sie erzählt uns, was alles zu einem Dreigestirn dazugehört. Hier sind wir euch, unsere Jungfrau Carla.
Sie gehören zu mir, wie am Hintern eingespült. Doch sie sind nun mal hier, wie vergesse ich unseren ersten Tag. Na, 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 als der Prinz auf einmal auf mir lag. Na, 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 und das war keine Liebe, das konnte man sehen. Weil er war sturzbesoffen und konnte nicht mehr stehen. Scherben in einem Bier. Doch sie sind nun mal hier und er hat es mir nie leicht gemacht. Na, 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 na. Mehr als einmal hab ich mir gesagt. Na, 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 na. Das riecht nicht nach Kamille. Das wär ja zu schön. Zusammen mit einem dreifachdonnernden Kölle. Mähdrescher, Scherben im Bier, Ausmarsch! Rot-Wies, ich trage immer Rot-Wies. Ja, 10 Jahre war das, Hauptsache in Rot-Wies. Bei Türkis find ich